dann hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag Neues aus dem Tindergarten, Auswertung privater APIs mit Apache Ignite. Wir werden heute, glaube ich, viel Spaß haben. Ich habe hier am Anfang gestern in der Süddeutschen gefunden, die drei großen Lügen bei Tinder. Ich bin neu hier, sportlich und humorvoll und keine One-Night-Stands. Kleiner Hinweis am Anfang, wer von euch benutzt denn Tinder? Hand hoch. Genau. Wir können versuchen, den Hashtag der Konferenz auf Tinder zu bekommen. Also wenn ihr vielleicht euer Profil editieren wollt und den Hashtag MRMCD18 einfügt, dann sehen wir das vielleicht am Schluss in der Auswertung. Dann kurz zu mir. Mein Name ist Franz Wimmer, ich komme aus Rosenheim im schönen Bayern. Ein dritter Hashtag ist mir nicht eingefallen dazu. Ich habe Informatik studiert und arbeite mittlerweile als Software-Engineer. Und als Hobby betreibe ich nebenbei IT-Security. Und in der Freizeit gehe ich gerne in die Berge, fotografiere oder fahre Ski. Ich bin allerdings nicht 25, sondern 26. Warum diese Folie etwas veraltet ist, erfahren wir auch noch später. Die Agenda ist ziemlich vollgepackt. Zuerst gibt es eine kleine Einführung, wozu dieser Vortrag, was ist Tinder, was hat Tinder mit Datenschutz zu tun. Dann gehe ich kurz darauf ein, wie man eigentlich so eine API reverse engineert. Dann geht es schon gleich los mit Big Data und Apache Ignite. Da kann man sehr interessante Auswertungen damit machen. Das zeige ich euch dann auch live. Man kann aber auch sehr gruselige Auswertungen damit machen. Und wie man es besser machen kann, habe ich dann auch noch ein paar Folien dabei. Anschließend gibt es noch Zeit für Fragen. Zur Einführung. Was kommt eigentlich in diesem Talk vor? Reihenfolge total durcheinander gewürfelt. Es geht um Tinder, es geht um Datenschutz, es geht um Big Data, lauter Buzzwords. Es geht um Web Services mit Java EE. Es geht um UIs mit Angular und es geht um Persistenz mit MongoDB. Also wenn ich da nicht alle Buzzwords zum Thema Cloud Computing erschlagen habe, dann weiß ich auch nicht. Es gibt ein paar Grundsätze für diesen Vortrag. Weil mir Datenschutz im Gegensatz zu manchen Firmen wichtig ist, gibt es in diesem Vortrag keine personenbezogenen Daten zu sehen. Und zur Erinnerung, personenbezogene Daten sind, wenn sie eindeutig einer bestimmten natürlichen Person zugeordnet werden können. Alle Fotos, die ihr in diesem Vortrag seht, sind entweder Stockfotos oder meine. Das hier ist zum Beispiel so ein Foto von mir. Genau. Was ist eigentlich Tinder? Tinder ist eine Dating-App, die seit 2012 verfügbar ist. Prinzip von Tinder ist, man sieht Profile anderer Menschen und kann die entweder nach rechts wischen, also liken, oder nach links wischen, also nope sagen. Man kann auch einen Super-Like vergeben, dann bekommt die andere Person das sofort mit. Wenn jetzt zwei Personen sich gegenseitig mit Like bedacht haben, dann gibt es einen Match und das eigentliche Dating kann beginnen, wie auch immer das dann aussieht. Etwa 35% der 18- bis 24-Jährigen in den USA nutzen Tinder. Da gab es eine Studie dazu mit ziemlich hohen Anzahl von Befragungen. Und jeden Tag, und das ist eine Statistik von 2014, gibt es etwa 1 Milliarde Swipes in Tinder und 12 Millionen Matches. Ihr könnt euch jetzt ausrechnen, wie viele Enttäuschungen pro Tag dann da dabei sind. Das hier sind nur die belastbaren Quellen zu dem Thema. Es gibt natürlich auf diversen Clickbait-Seiten jeden Tag einen Artikel, der sagt, diese Jobs sind die beliebtesten auf Tinder, das ist alles totaler Käse, die zitieren sich alle gegenseitig selbst und keiner nennt eine belastbare Quelle. So, wo liegen eigentlich die Probleme dabei? Benutzer teilen auf Tinder ziemlich viel. Zuallererst mal ein eigenes Foto, die privaten Interessen, private Infos, ganz wichtig der eigene Standort. Man swipet ja nur in einem Umkreis von sich selbst und implizit auch die sexuelle Orientierung. Andere User sehen das im Vorbeikommen, wenn das Profil zufällig vorbeikommt auf dem eigenen Bildschirm. Und Insider, also Leute mit Datenbankzugriff oder Ähnlichem, können das gezielt sehen. Und da kann ich euch einen Zeitungsartikel empfehlen aus dem Guardian.
I ask Tinder for my data, they send me 800 pages of my deepest, darkest secrets. Das Ganze natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit, was es da für Datenschutzprobleme geben könnte. So, Thema Reverse Engineering, warum überhaupt? Apps kommunizieren meistens mit einem Server im Hintergrund, der irgendeinen Service anbietet. So ist es auch bei Tinder. Das heißt, Alice und Bob benutzen beide dieselbe App und diese App kommuniziert über eine bestimmte HTTP REST API mit einem Server. So, jetzt brauche ich aber nicht unbedingt diese App, um an die Daten zu kommen. Ich kann mir jetzt einfach einen Client selber schreiben, der auf dieselben Daten zugreift. Genau, ich imitiere dabei die offizielle App und dem Server fällt einfach nichts auf, weil die Anfragen exakt genauso aussehen, als würde ich die offizielle App benutzen. So, wie komme ich jetzt an die Info, wie ich mit diesem Server sprechen muss? Die App ist möglicherweise obfuscated, das bedeutet, der Quellcode oder der Binary Code, der da rausspringt, ist so verwischt, dass man ihn nicht mehr lesen kann, auch nicht mit irgendwelchen Tools. Die Verbindung zwischen App und Server ist mit TLS geschützt, das bedeutet, man kommt nicht so einfach an die Verbindungen ran. Die Lösung dafür ist, man kann im Handy, zumindest bei Android geht es so, von iPhones habe ich keine Ahnung, ein selbstsigniertes Zertifikat installieren, das dann von allen Apps akzeptiert wird. Und so kann ich mich dann in die Verbindung einhängen. Ich untersuche dann den Netzwerkverkehr, schaue, welche Zugriffe macht die App eigentlich gegen den Server und imitiere genau die mit meiner selbstgeschriebenen App. Oder, und das war mir vorher auch nicht bekannt, Tinder hat mittlerweile eine Web-App und dann mache ich einfach die Developer-Konsole im Browser auf und schaue da drin, welche Zugriffe die App macht. Im Browser sieht es dann ungefähr so aus. Die Web-App macht ganz, ganz viele Verbindungen auf. Hier ist es die Startseite von Tinder und hier rechts sehe ich dann, welche Parameter die App eigentlich verwendet hat. Wenn ich das Ganze etwas manueller mache, dann verwende ich dazu vielleicht Wireshark, das mir einfach einen Dump ausgeben kann, was über die Verbindung gelaufen ist. Und dann sehe ich hier, dass zum Beispiel ein Websocket aufgerufen wird mit diesen Parametern. Der Server sagt mir hier, du musst dich authentifizieren. Dann kommt hier irgendeine Authentifizierung. Ups. Genau. Das Beispiel hier ist nicht von Tinder, sondern auch sozusagen ein Stockfoto. Aber man muss diesen mühsamen Weg nicht alleine gehen. Jemand hat es möglicherweise schon mal gemacht und den Source Code dafür auf GitHub gestellt. Da gibt es viele, viele Tinder-Clients, die alle mehr oder weniger aktuell sind und davon kann man sich für seine Programmiersprache der Wahl einen aussuchen und dann verwenden. Für diesen Talk habe ich genau den benutzt. Wenn jemand Interesse hat, einfach nachschauen. Ist nicht von mir. Ich musste den ein bisschen anpassen, weil dieser Client nur Lesezugriffe ermöglicht hat. Für meine Anwendung habe ich aber den Fall gehabt, ich wollte schreiben, drauf zugreifen, ich wollte mein Profil ändern, meine eigene Location ändern. So verwendet man das Ding dann. Ich hoffe, man kann es hinten erkennen. Man sagt einfach hier, nimm dieses Access Token und gib mir dann bitte eine Liste von Recommendations. Und in diesen Recommendations ist schon ein Set von so 10 bis 20 Usern drinnen, die man liken oder disliken kann. Die Tinder API, habe ich schon gesagt, ist jetzt mehrfach auf GitHub dokumentiert, teilweise mit Code, teilweise nur die API-Dokumentation. Man braucht zur Authentifizierung einen Facebook-Account. Also wer in dem Vortrag vorher war, Facebook ist leider nötig, ich weiß nicht, ob es mittlerweile eine eigene Authentifizierungsschnittstelle gibt. Und so schaut es dann in etwa aus. Also der erste Request in dieser Liste ist die Authentifizierung. Tinder sagt, gib uns ein Token, das du von Facebook bekommen hast und wir authentifizieren dich. Dann bekomme ich von Tinder ein API-Token zurück. Dann kann ich mir eine Liste von Recommendations holen. Kommen 20 Nutzer ungefähr mit, mitsamt den ganzen Profildaten.
dann kann ich mir das Profil eines einzelnen Nutzers holen. Ich habe das hier rot markiert, weil das besonders kritisch ist. Mit der Tinder-App kann man nämlich nur die aktuellen Vorschläge sehen und nicht auf bestimmte Profile gehen. Wenn ich mir jetzt aber die ID von einem bestimmten Benutzer merke, dann kann ich mir sein Profil immer wiederholen. Und zum Schluss gibt es auch noch eine Methode in diesem Webservice, um seinen eigenen Standort zu setzen. Meine selbstgeschriebene App hat natürlich keine Navigationsdaten zur Verfügung, sondern ich sage, ich bin jetzt übrigens in New York und bekomme dann Nutzer aus New York. Diese Liste ist natürlich nicht vollständig, die Tinder-API ist ein bisschen größer. Einige Funktionen davon gibt es auch nur mit Bezahlung und so weiter. Wie schaut es dann im Detail aus? Ich logge mich mit Facebook ein, da gibt es einen langen, langen Link, wenn man das manuell machen möchte. Facebook fragt dann kurz, hey, dürfen wir deine Daten an Tinder weitergeben? Du musst auf Ja klicken und dann bekommst du einen API-Token von Tinder ausgestellt. Es schaut dann ungefähr so aus, also die erste Anfrage ist die Autorisierungsanfrage. Dann muss ich kurz beim Facebook-Server vorbeischauen, das ist jetzt der in der Mitte, und dann kann ich wieder zum Tinder-Server gehen und sagen, hey, Facebook hat es erlaubt. Ihr erinnert euch vielleicht noch an mein Bild vom Anfang. Nachdem ich das erste Mal mit dieser API gespielt habe, hat Tinder mein Facebook-Profil abgesaugt und mir ein Tinder-Profil erstellt. 5 Minuten später hatte ich ein WhatsApp, hey, seit wann bist du auf Tinder? Eine typische Antwort von Tinder schaut dann so aus, alles im JSON-Format. Da drin stehen dann Infos wie die Distance in Miles, wie viele Freunde haben wir gemeinsam. Dann rot markiert hier, weil besonders wichtig für die App, die wir später sehen, die Biography, also das Profil des Nutzers. Und dann gibt es eine lange, lange Liste mit Fotos. Und diese Fotos haben alle eine URL, die kommen nicht direkt beim API-Call mit. Und diese URLs sind ungeschützt im Internet aufrufbar. Also an diesen Bildern gibt es keine Authentifizierung mehr. Jeder könnte dann mit diesem Link dieses Foto holen. So viel zu Tinder. Jetzt geht es aber heute auch teilweise um Apache Ignite. Was ist das eigentlich? Apache Ignite ist ein Framework für In-Memory Computing. Das heißt, sämtliche Daten, um die es da geht, sind möglichst immer im Arbeitsspeicher und damit performant. Gibt es seit Ende 2014 unter einer Open-Source-Lizenz. Vorher ist es seit ungefähr 2005 eine proprietäre Entwicklung von GridGain gewesen. Die haben dann irgendwann gesagt, hey, wir machen das ganze Tool jetzt Open-Source und seitdem kann es jeder verwenden. So, die Hauptfeatures, und ich habe hier immer die Buzzwords aus dem Cloud-Computing dick markiert. Distributed SQL, Distributed Key-Value Store, Acid Transactions, Collocated Processing, Machine Learning, Bingo und Multilanguage, weil man kann es zum Beispiel mit Java und .NET verwenden. Es geht also immer darum, die Berechnungen möglichst weit zu verteilen, um Rechenleistung möglichst gut auszunutzen. Dann gibt es noch andere nebensächliche Features, Messaging und Event Streaming, Data Structures, alles was man halt zum Erstellen einer Enterprise-Anwendung so braucht. Ich habe angesprochen, Ignite hat einen In-Memory Key-Value-Store, das ist das Ignite Data Grid und das implementiert die JCache-Spezifikation. Das bedeutet, der Cache hat die einfachsten, simpelsten Methoden und zwar Get, Put und Contains Key. Das bedeutet, ich kann in diesen Cache Daten reinpumpen, ich kann Daten wieder rauslesen und ich kann fragen, hey, hast du Daten zu diesem Key? Es gibt bei Ignite native Persistenz an Bord. Ignite kann den Cache aus dem Memory raus auf die Festplatte schreiben. Das hat jetzt bei mir persönlich nicht funktioniert. Deswegen hat Ignite auch eigene Storage Provider, zum Beispiel SQL oder wie bei mir verwendet MongoDB. Hier sieht man ein schönes Architekturbild, wie das eigentlich ausschaut. Ich habe ganz unten immer meine Festplatten, darüber sitzt Apache Ignite und hält die Daten immer im Arbeitsspeicher zum schnellen Zugriff und das Ganze möglichst verteilt, damit ich die Rechenleistung aus vielen verschiedenen Systemen nutzen kann. Ein Beispiel sieht man hier. Ich lege mir einfach einen Ignite-Cache an. Beispiel ist in Java geschrieben.
dann kann ich in diesen Cache ganz viele Daten reinstecken und unten kann ich die Daten auch wieder rausholen. Und das Ganze passiert dann immer im ganzen Cluster. Das heißt, wenn meine Ignite-Instanz auf viele verschiedene Server verteilt ist, dann kümmert sich Ignite darum, dass immer am richtigen Server die richtigen Daten gefunden werden. Genau. Dann gibt es Ignite Compute, um Daten verteilt zu verarbeiten. Das Grundprinzip dabei ist, der Code wird zu den Daten gebracht und nicht andersrum. Stellt euch ein Beispiel vor, ihr habt eine Datenbank, die ist ungefähr 1 Terabyte groß und ein Sachbearbeiter braucht jetzt an seinem PC die Bilanzsumme und viele mehr Daten, die über die ganzen Daten erhoben werden. So, jetzt müsste in einer traditionellen Architektur der Client von diesem Sachbearbeiter alle Daten herunterladen und die Berechnungen darauf ausführen. Und wenn auf dem Arbeitsrechner von diesem Menschen jetzt plötzlich 1 Terabyte Daten runtergeladen werden, der freut sich. Deswegen schickt man einfach die Abfrage zu den verschiedenen Servern. Die berechnen das Abfrageergebnis voraus und nur das Ergebnis kommt zum Client zurück. Ähnliche Projekte, die einen ähnlichen Ansatz fahren, sind Hadoop MapReduce oder Apache Spark. Vielleicht kennt es einer von euch. Das Ganze schaut dann so aus. Ich habe bei Ignite Compute immer einen Client-Node und der schickt jetzt zu den Nodes, wo die Daten drauf liegen, die Berechnungen, die durchgeführt werden sollen. Die Server-Nodes berechnen das Ganze und schicken das Ergebnis an den Client zurück. Und im Gegensatz zu einem Terabyte kommt dann nur noch vielleicht 100 Byte, 1000 Byte zurück mit dem Ergebnis drinnen. Ein Beispiel sieht man hier. Ich kann mir ganz einfach mit dem Ignite Framework eine Compute-Instanz holen und zum Beispiel mit compute.broadcast eine Berechnung an alle Clients schicken. In dem Fall wird auf an alle Server schicken. In dem Fall wird auf allen Serverinstanzen Hello Node ausgegeben mit der eigenen Node-ID. So, jetzt kann man darauf ganz interessante Auswertungen machen und ich habe mir gedacht, hey, wir vergleichen jetzt mal Rosenheim mit Darmstadt. Rosenheim, meine Heimatstadt, Darmstadt, Konferenzort. Darmstadt kennt jeder von euch, ihr seid schließlich auch da. Rosenheim ist vielleicht ein bisschen unbekannter in Südostbayern. Kleine Charakterisierung, wir haben in Rosenheim 62.000 Einwohner, 37 Quadratkilometer Fläche, sind ungefähr 450 Meter über Null und haben einen schönen Ausblick auf die Berge. Darmstadt hat ein bisschen mehr Einwohner, hat 122 Quadratkilometer Fläche, ist 144 Meter über Null und hat einen schönen Ausblick auf die Frankfurter Skyline. So, die erste Auswertung sind die am häufigsten verwendeten Wörter. Das ist jetzt relativ uninteressant, weil dieses Ergebnis ungefiltert ist. Die Gesamtzahl der Nutzer, die jetzt in der Auswertung drinstecken, sind ungefähr 13.000. Wenn man das Ganze filtern würde, würde das Ergebnis natürlich interessanter aussehen, weil diese kurzen Wörter, die verwendet jeder immer. Deswegen sind die jetzt hier ganz oben. Wir können uns später bei der Demo auch noch anschauen, welche längeren Wörter vorkommen. Dann die nächste Auswertung, auch groß im Abstract von diesem Talk angekündigt, der am häufigsten verwendete Hashtag. Und mein persönlicher Tipp war hier eigentlich Hashtag Travel the World. Aus persönlicher Erfahrung vielleicht. Die Auswertung ist aber in Wahrheit ein bisschen uninteressanter. Also es sind hier in Rosenheim und Darmstadt jeweils 3000 Nutzer drin, aber fast keiner verwendet Hashtags. Viele, viele Hashtags sind nur einmal verwendet worden. Die Liste ist natürlich etwas länger. Das sind jetzt alle Hashtags, die mindestens zweimal vorgekommen sind. Bei Hashtag i habe ich ehrlich gesagt keinen Plan, wie das zustande kommt. Vielleicht war da noch ein Herz-Emoji drin und dann sagt der Parser, nö, das ist jetzt kein Hashtag mehr. Als Bonus habe ich mir noch Reykjavik und New York angeschaut. Da war es ähnlich, sind ebenfalls jeweils 3000 Nutzer drin ungefähr und trotzdem wurden die Hashtags teilweise nur einmal verwendet. Kurzer herausstehender Hashtag Happy German Girl, offenbar jemand im Urlaub. So, und dann zum am häufigsten verwendeten Emoji. Mein persönlicher Tipp war die Palme, aus demselben genannten Grund von vorher. Und wie schaut es in echt aus?
Ich habe jetzt hier mal zwischen Frauen und Männern getrennt. Warum die Deutschlandflagge da oben links ist, weiß ich nicht. Und da fällt auf, hey, der Pin ist ziemlich beliebt. Für mich völlig unerwartet. Die Deutschlandflagge ist ganz oben. Ich habe, wie ich damit angefangen habe, war gerade WM in Deutschland. Da habe ich mir gedacht, hey, es ist WM, jeder hat die Deutschlandflagge drin. Es ist immer noch so. Also die Auswertung hier ist von letzter Woche. Genau. Und die, also wenn zwei Deutschlandflaggen drin sind, dann zählen die doppelt. Interessant wäre deswegen noch eine Auswertung der Standardabweichung von den Emoji, damit man sieht, angenommen, ich habe in meinem Profil jetzt 100 Deutschlandflaggen, dann schießt die Statistik natürlich nach oben. Genau, man muss dazu sagen, wir haben in Rosenheim gerade Herbstfest, deswegen ist dieser Bier-Emoji ziemlich hochgeschossen in der Auswertung. Gesamt schaut es dann so aus. Ich lasse es dann mal hier so stehen und wir schauen uns Darmstadt an. Da ist die Deutschlandflagge wesentlich beliebter. Der Pin ist natürlich knapp drunter. Und was ich hier festgestellt habe, Darmstädter legen offenbar Wert auf Bildung. Da ist ein Doktorhut drinnen. Genau, das schaut dann gesamt so aus. Fußball ist immer noch beliebt. Genau. Es gibt natürlich noch weitere Ideen für witzige Auswertungen. Zum Beispiel, was ist eigentlich der häufigste Vorname? Was ist die Anzahl der Bilder, Zeichen, Emoji pro Profil? Dann die Varianz und die Standardabweichung der einzelnen Vorkommen. Wie gesagt, wenn einer jetzt 100 Deutschlandflaggen drin hat, dann schießt es in der Auswertung nach oben. Mit der Standardabweichung würde man das erkennen. Und es gibt natürlich noch sehr, sehr viel Spielraum für Auswertungen. So, wie habe ich diese Statistik eigentlich erhoben? Mit meinem API-Crawler. Und der schaut mit Buzzwords ungefähr so aus. On top Angular 6, Java EE 8, Payara Server 5, Apache Ignite und MongoDB. Und das Ganze mal sinnvoll gegliedert. Angular macht die UI oben. Java EE und Payara Server sind der Anwendungsserver. Drunter schlummert Apache Ignite für die ganzen Auswertungen, für den Cache. Und die Persistenz erledigt unten MongoDB. Aus dem simplen Grund, es ist einfach das Einfachste einzubinden hier. Ich kann einfach Objekte in Java in die MongoDB pumpen und der speichert es und ich kann es wieder lesen. Ich habe auch ein paar Beispiele dabei. Wer es nicht kennt, mit Java EE lassen sich super einfach Webservices erstellen. Ich sage einfach, hey, wenn der Browser mit einem GET-Request ankommt auf den Pfad Profile, dann gib ihm bitte als Antwort ein Profile und das wird dann hier zurückgegeben. Dependency Injection, gängiges Pattern in der Softwarearchitektur, ist auch ganz einfach mit Java EE. Ich sage einfach, hey, meine jetzige Klasse, die ist Application Scope, das heißt, die existiert pro Anwendung nur einmal über den ganzen Zyklus. Ich lasse mir mit der Annotation Add Inject verschiedene Dependencies übergeben. Ich muss mich nicht darum kümmern, wo die herkommen und ich kann im Gegenzug sagen, hey, ich weiß aber, wie dieses furchtbar komplizierte Objekt konstruiert wird und markiere das mit einer Produces-Methode. Der Cache von Apache Ignite, ich habe es vorher schon mal hergezeigt, der hat einfach eine Put-Methode. In dem Fall stecke ich da einfach einen ganzen User rein, der mir so von Tinder gegeben wurde. Das funktioniert so, dass ich in der App ein Crawling mache und zwar einen Request alle 10 Sekunden. Wenn ich das schneller mache, dann sperrt mich Tinder aus mit einem HTTP 429, too many requests und das will ja keiner. So ein Request gibt allerdings so 10 bis 20 Profile aus, ist immer ganz unterschiedlich, auch in zufälliger Reihenfolge. Da lässt sich kein Muster feststellen, die haben vielleicht auch so einen Algorithmus. Deswegen funktioniert das Crawling eigentlich relativ schnell, wenn ich alle 10 Sekunden 20 Profile bekomme. Persistenz funktioniert mit MongoDB, da habe ich von Google Morphia benutzt. Da kann ich einfach sagen, hey Morphia, gib mir mal bitte so einen Mongo-Tinder-User-Entry mit einer bestimmten ID oder mit gib mir einfach alle. Und ich kann im Gegenzug sagen, hey, ich habe hier so einen User, speichere den bitte mal und MongoDB macht.
Dann habe ich einen kleinen Exkurs dabei, wie die Auswertung eigentlich funktioniert, und zwar mit MapReduce. Ziel ist hier genau wie vorher, ich bringe den Code zu den Daten und nicht die Daten zu mir. Und MapReduce ist darauf ausgelegt, Berechnungen wahnsinnig stark zu parallelisieren. Das bedeutet, ich mache zuerst ein Mapping, wo ich meine Daten vorverarbeite, und ein Reduce-Job kümmert sich dann darum, dass diese Ergebnisse alle wieder zusammengeführt werden. Das schaut dann in meiner Anwendung so aus. Ich lasse mir von einem User die komplette Biography geben, mache dann einen Compute-Job-Adapter auf und sage, hey, splitte mal bitte alle Words bei Leerzeichen auf. Und das Reduce geht dann her und sagt, merge doch bitte alle diese Wörter zusammen und addiere die Zahlen, die da schon drin stehen, und das ist meistens eine 1. Das heißt, wenn ich alle Wörter dann zusammen addiere im Reduce, dann bekomme ich genau die Anzahl der einzelnen Wörter. Genau, dann können wir uns das jetzt mal live anschauen. Ich habe es nämlich dabei. Hier, nein, Moment. Perfekt. Sieht jeder was? Genau, also das ist die Oberfläche von diesem API-Crawler. Der zeigt mir jetzt an, er hat 12.900 Profile geladen. Ich kann diesen Crawler steuern. Ich muss hier meinen Tinder-API-Token einfügen, meinen Facebook-Access-Token. Dann sollte ich von Tinder die Info bekommen, wo ich eigentlich bin. Genau. Ich habe hier einfach mal Darmstadt eingestellt. Und ich lasse diesen Crawler jetzt mal laufen. Habt ihr Hashtag MRMCD eingefügt? Nein? Schade. Dann lasse ich ihn nicht laufen. Genau, wenn ich dann hierher gehe zum Processing-Tab, dann passiert live eine Auswertung. Also ich schicke die Compute-Jobs los und irgendwann im Reduce bekomme ich die Ergebnisse wieder. Das dauert jetzt auf den 13.000 Profilen natürlich eine gewisse Zeit. Genau, das sind die Ergebnisse. So, jetzt habe ich hier zuerst eine Liste von Wörtern. Das sind die, die ich auch schon in der Folie drin hatte. Jetzt können wir hier mal durchscrollen. Lauter uninteressante kurze Wörter. Dann Looking ist schon etwas länger. Someone ist länger. People. Nein, nur über Rosenheim, Darmstadt, Reykjavik und New York. Ja, nördliche Hemisphäre. Genau, hier haben wir New York City, 101 Mal. Genau, dann unten gibt es die Emoji-Auswertung. Hier jetzt wieder die ganze Welt. Deutschland-Flagge ist lustigerweise Platz 1, obwohl sich die Daten ungefähr die Waage halten. Genau, und rechts die Hashtags sind jetzt auf 13.000 Nutzer. Der meistverwendete Hashtag hat nur 4 Verwendungen. Verwendet mehr Hashtags. Jetzt können wir das hier mal einschränken auf zum Beispiel nur Darmstadt. Dann geht die Auswertung ein bisschen schneller. Und in Darmstadt ist offenbar Fußball sehr beliebt. Hashtag Soccer. Ja, statistisch eine signifikante Größe. Dann kann ich hier noch unterscheiden zwischen Männern und Frauen. Schauen wir uns mal nur die Männer an. Auswertung geht schneller, je weniger Nutzer da drin sind. Hashtag Adrenalinsuchti. Ich kann das Ganze natürlich auch noch filtern, und weil ich versprochen habe, es gibt heute keine personenbezogenen Daten, sehr generischer Name, nehmen wir einfach alle Annas in Darmstadt. Das sind 37 in der Auswertung. Ja, und die rauchen offenbar gern Shisha, essen Bananen und hören Musik. Was mich dann gestern noch verwirrt hat, ist, und vielleicht hat jemand von euch eine Erklärung dafür, wenn man sich jetzt Nutzer in Reykjavik anschaut, in der Hauptstadt von Island, dann ist die isländische Flagge der Top-Emoji,
dann kommt die Pizza, was verständlich ist, aber dann kommt der Geist. Wieso? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht Trolle, Elfen. Genau. Wir können uns noch kurz New York anschauen. Amerikaner sind sehr patriotisch offensichtlich, fliegen gerne und lachen gerne. Genau, leider kein doppelter Hashtag. Gut. Dann schauen wir uns mal an, was kann eigentlich schiefgehen mit diesen Auswertungen. Ich habe mir da ein paar Sachen überlegt, wieder völlig ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ich kann Nutzer genau lokalisieren. In jedem Profil sehe ich immer 1 Kilometer entfernt, 2 Kilometer entfernt und so weiter. Wenn ich mir jetzt für meinen persönlichen Standort 3 Punkte aussuche um diesen Nutzer rum, dann bekomme ich 3 verschiedene Entfernungen, die ich mit Triangulation zuordnen kann. Dann habe ich den ungefähren Standort vom Nutzer. Ich würde mal sagen, da die Standorte von Tinder nur Kilometer genau sind, ist die Auswertung dann auch nur Kilometer genau. Ich weiß nicht, wie weit man das treiben kann. Was mir so durch den Kopf geschwommen ist, welche User verschwinden von Tinder, weil sie möglicherweise eine Beziehung gefunden haben, um sich kurz darauf wieder anzumelden, weil es vielleicht nicht ganz so funktioniert hat. Ich kann Listen erstellen und es wird vielleicht leider autokratische Staaten in dieser Welt freuen, Listen sexueller Orientierung, die man da aus Tinder implizit rausziehen kann. Wenn ich nämlich in meinem Tinder-Profil sage, und das kann ich auch in meinem API-Crawler einstellen, ich bin ein Mann und suche Männer, dann ist implizit klar, dass ich homosexuell bin. People who dated X also dated, so eine kleine Vorschlagsfunktion wie bei Amazon. Tinder-Profile lassen Rückschlüsse aufs Facebook-Konto zu. Warum ist es so? Tinder übernimmt A, die Profilbilder 1:1 von Facebook und nimmt den Nutzernamen von Facebook. Also selbst wenn ich auf Facebook möglicherweise einen Künstlernamen oder Nickname habe, dann landet der genauso auf Tinder. Und das Problem ist, Tinder hat vermutlich viel mehr Daten, als die App oder die API preisgeben. Und Tinder macht vielleicht, oder es ist zumindest möglich, dass Tinder einige dieser gruseligen Auswertungen selbst durchführt. Dann gibt es auf Tinder das Problem mit Bots. Die sind auf Tinder allgegenwärtig. Wenn man angeschrieben wird, wird man meistens aufgefordert, den Kommunikationskanal zu wechseln. Was dann passiert, weiß ich nicht. Ich glaube, es wird uns total überraschen. Eine Studie 2017 ist zu dem Schluss gekommen, in 3 Monaten haben die mit 623 Nutzern, die das Profil von dieser Studie gematcht haben, 146 Bots gefunden. Das ist eine beträchtliche Anzahl, das sind 23%. Es ist genau derselbe Mechanismus, den ich auch beim API-Crawler demonstriert habe. Man imitiert die Funktionsweise der App, um seine eigene Logik da reinzubringen und so einen Chatbot aufzubauen. Und wie kann man das besser gestalten? OWASP, das ist so ein Gremium für IT-Security in Webanwendungen, sagt, Public REST Services without access control run the risk of being farmed, leading to obsessive bills for bandwidth or compute cycles. Genau das, was mein API-Crawler im Prinzip macht, nur dass Tinder vermutlich die Stromrechnung egal ist. Wie kann man in so eine öffentliche API in Anführungszeichen überhaupt Security bringen? Es soll ja so sein, dass jeder Nutzer sich mit seiner App oder mit der Tinder-App zu dieser API verbinden kann, um da damit zu interagieren. Nur die eigene App soll diesen API-Zugang haben. Und jetzt könnte man als Zwischenlösung sagen, hey, dann vergebe ich halt einen API-Key, das ist ein geheimer Schlüssel. Und den brauche ich, um mit der API zu kommunizieren. Das Ding ist aber das, dass man diesen Schlüssel aus der APK, zumindest bei Android, extrahieren kann.
Wenn die App diesen Schlüssel lesen soll, dann kann auch der Nutzer des Telefons diesen Schlüssel logischerweise lesen. Und es gibt Empfehlungen von OWASP dazu, require API keys for every request for the protected endpoint. Das hatten wir gerade durch. Return 429, too many requests. Das ist das, was mir passiert ist. Wenn man zu viele Requests gegen die Tinder-API fährt, dann bekommt man irgendwann einen 429, hey, mach mal langsam. Wenn man mitbekommt, dass ein User sich illegal mit dieser API beschäftigt, dann sollte man den API-Key zurückziehen. Das funktioniert natürlich nur, wenn jeder Nutzer einen eigenen API-Key bekommen hat. Ich kann nicht meinen globalen API-Key zurückziehen, weil ich dann spontan alle Nutzer aus der App aussperre. Und man soll sich nicht exklusiv auf API-Keys verlassen, um sensitive oder kritische Informationen zu sichern. Und meine persönliche Empfehlung ist, speichert doch einfach nicht so viele Daten. Gegenmaßnahmen, ich wollte diese Auswertung, wie ihr sie vorher mit Tinder gesehen habt, eigentlich auch mit der App Jodel probieren, bin bei Jodel aber nicht reingekommen, weil die relativ häufig, so habe ich zumindest aus verschiedenen GitHub-Repos rausgelesen, ihren API-Key wechseln. Und das macht es furchtbar nervig eigentlich. Das ist Security by Obscurity, weil wenn ich dann die aktualisierte App mir runterlade und den neuen API-Key extrahiere, dann bin ich wieder drin. Aber das macht die Pflege von so einem Bot verdammt nervig, weil man muss immer mit dieser App mitziehen. So, zu meinem persönlichen Fazit. Das Problem, das ich gezeigt habe, das betrifft nicht nur Tinder. Es gibt sehr, sehr viele andere Apps, die auch so mit unseren privaten Daten spielen, die diese möglicherweise halb öffentlich zur Verfügung stellen. Und die alle betrifft das Problem. Bei Lavoo zum Beispiel gab es mal den Fall, dass sich Standorte mit der API auf 10 Meter genau rausfinden ließen. Ich habe im Internet eine Webseite gesehen, der hat mit einer grafischen Karte dann dargestellt, wo in deiner Stadt gerade Lavoo-Nutzer unterwegs sind. Lücke ist aber mittlerweile gefixt, wie ich meine. Und die Betreiber, ich habe es vorher auch gesagt, haben möglicherweise sehr viel mehr Daten, als für uns Nutzer sichtbar ist. Wenn ich mit der Tinder-App rumswipe, dann sehe ich nur die Nutzer, die Tinder will, dass ich sehe. Tinder sitzt aber vermutlich auf einem weit größeren Datenschatz. Und mein Lösungsvorschlag ist, geht doch einfach mal raus. Da ist es viel schöner als auf Tinder. Dann habe ich noch zwei Danke zu verteilen. Das erste Dankeschön geht an Freddy, der da oben sitzt. Ohne dich wird nämlich diese UI heute ausschauen wie der Krypto-Chef. Und das zweite Dankeschön geht für die Inspiration an meinen Arbeitskollegen Leander, der gesagt hat, hey, mach doch Apache Ignite. Mein ursprünglicher Plan war nämlich, hey, ich mache ein Bash-Skript mit einer Schleife und curl diese API durch und dann wird sich schon irgendwas damit anstellen lassen. Dann habe ich noch die obligatorische Quellenfolie. Ich werde schauen, dass ich die Slides irgendwo hochladen kann, um die dann euch zur Verfügung stellen. Und jetzt wäre Zeit für eure Fragen. Ob sich Tinder dran stört, was ich hier mache. Also von diesem Plausibility-Check habe ich nichts gemerkt. Ich bin nämlich gestern, als ich noch Reykjavik und New York gecrawlt habe, immer wieder hin und her gesprungen. Und wie realistisch ist es, dass ich innerhalb von 10 Sekunden zwischen Island und Amerika wechseln kann? Also Plausibility-Checks gibt es keine. Es gibt wirklich nur die Überprüfung von dem Token, das ich von Facebook bekomme. Und es gibt diese Überprüfung, wenn ich zu viele Requests mache. Und mein Limit waren jetzt hier ein Request alle 10 Sekunden. Wenn es schneller geht, werde ich ausgesperrt.
Sonst habe ich keine wirksamen Maßnahmen bemerkt. Welche App war das? Ah, okay. Bin ich möglicherweise daran vorbeigekommen, aber habe ich nicht untersucht. Eine sehr wichtige Frage. Kommt der Code noch auf GitHub? Ich habe lang überlegt und meine persönliche Antwort war nein. Weil dieser API-Crawler, das kann zur sehr mächtigen Stalking-Waffe werden. Wenn ich einen bestimmten Nutzer verfolgen will, dann kann ich das mit dem Ding tun und ich glaube, mir wäre sehr unwohl dabei, wenn der Code auf GitHub landen würde. Wenn es da andere Überlegungen dazu gibt, gerne. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Keine Fragen mehr? Dann Dankeschön.